Der Kurator hat einfach die Aufgabe, sozusagen so einen übergeordneten Kontext zu erschaffen und die Werke auch in einem Zusammenhang zu präsentieren. Es ist durchaus eine künstlerische Leistung, also denke ich schon. Also man muss sich ja sehr stark mit den Werken auseinandersetzen, aber letztendlich ist es das Werk selbst, das spricht und Kunst ist. Und der Kurator ist sozusagen, weil wir auch vorher jetzt über Text und Sprache gesprochen haben, letztendlich der, der diesen inhaltlichen Überbau leistet oder auch diese Klammer sozusagen für Außenstehende. Also es ist eigentlich ja, der Ausstellungsmacher, also letztendlich, wir haben ja auch gesprochen über Präsentation oder Hängung, der ja einfach so ein übergeordnetes Konzept leistet.